Das hatten wir aber schon ausprobiert, dafür brauche ich jetzt nicht wieder das Verbot umstellen. Und wir können auch... Warte, Überwachungsraum, das war... Genau, das war dieser Raum hier. Ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Okay, das hat schon nichts gebracht. Möchte sie denn noch mehr Wolle? Nein, es ändert sich nichts. Vielleicht müssen wir erst wieder zum Geist werden. Nein. Dann machen wir hier, müssen wir hier wohl auch nichts mehr machen. Und hier ist auch kein Objekt mehr, nee. Doch, die Klappe. Die uns aber, glaube ich, wenig bringt. Dem Erzähler ver... Ja. Dem Erzähler... Ja. Dem Erzähler... Okay, dann gehen wir mal hier durch. Kommen wir jetzt wieder in den Heizungskeller. Hier sind wir. Die haben wir alle offen. Und hier gibt es auch nichts anderes als wie die Eingänge. Zum Dach bringt da eigentlich auch nichts mehr, oder? Nö, hier gibt es auch nichts mehr, außer halt die Laterne. Und das dagegen zu halten. Da waren bereits... Ja, da sind halt genug Löcher drin, kann ich auch nichts für. Wieder, da kommt der Spruch. Achso. Dann kommt halt er und nicht der Spruch, Heizungskeller. Dann bringt es uns auch nichts, also da waren wir jetzt, da können wir noch, Kaminschacht, dann hier vielleicht nochmal was, irgendwas. Och. Dann gehen wir halt nochmal zum Flur. Und hier müssen wir doch jetzt irgendwie doch dieses Schloss knacken können. Ja. Ja, komm, lauf schneller. Aber ja, ich weiß es. Ja, ich muss das Verbot umgehen. Ja, komm, geh weg. Nerv. Na. Mit Feuer will ich gerade gar nicht spielen. Spitze Gegenstände. So, und jetzt? Lilly beschloss das Schloss. Und wieder, es war Lilly. So, das geht ja nicht. Und dann werden wir jetzt? Das richtige Werkzeug hatte Lilly. Was? Mist. Lilly hatte das Prinzip von Schloss und auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Ja, und? Ich versteh nicht mehr. Ach, da passiert einfach mal gar nichts. Auch nicht schlecht. Jetzt fällt mir echt nichts mehr ein. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte... Lilly hatte das Prinzip von... Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein falscher ist von ihr gestrickt, weil hier die ganze Zeit der zweite ins Bild läuft. Das war aber... Das ist nicht frisch gewaschen, das hatten wir an. Witte, 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 wusch! Ja. Witte, 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 wusch! Ja, super. Mehr hat er nicht zu sagen, okay. Ja, dann werden wir hier auch nichts mehr machen müssen. Oder vielleicht den Wollknäuel färben, auch wenn wir das schon 10.000 Mal probiert haben. Ja. Dann weiß ich aber nicht, wo wir noch hin können. Hier gibt es auch nicht einen neuen Ausgang, irgendwie nach links oder so, nein. Du bist wahrhaft ganz... Probiere sie nur, wonach ihr mehr... Frag doch Peter! Roggelbecher? Roggelbecher! Super! Roggelbecher? Mir deucht, ihr habet noch nicht oft Rollenspiele gespielt. Doch, es ist ganz lang. Alles war ein und gab. Danke. Das ist nicht.
Ich probiere jetzt alles mit jedem hier. Frag doch Peter. So, jetzt noch eben. Nee, haben wir. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Vielleicht stecken wir einfach mal die Stricknadel da rein und gehen weg. Lilly beschloss. Oder? Und wie es war. Lilly. Haben wir eigentlich schon versucht, die Stricknadel einfach mal mit der Gittertür? Lilly beschloss das. Ja, das passiert wohl nichts anderes. Hatte Lilly ihre. Es war. Lilly. So, okay. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier zum Überwachungsraum. Ja, irgendwie möchte ich hier was durchschieben. Dem Erzähler verging Tats. Dem Erzähler verging Tats. Ich stricke für den Doktor, ich stricke für den Doktor. Kleines Psychomädchen. Ich stricke. Nee, ich hab echt keinen Plan. So. Jetzt dürfen wir wütend werden, aber was bringt uns das? Du bist wahrhaftig. Vielleicht, weil die mich hier einfach alle aufregen. Das hat Spaß. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Ich aber. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Ja, und was? Was eine geile Aufnahme. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Ja. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Aber ich, glaube ich auch nicht. Der hat was von Schlösserknacken geredet. Können wir, wenn wir einfach mal, können wir den lesen? Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Ach so. Warte, da müssen wir vielleicht in Trance, warte mal eben. Da haben wir aber nicht den Bogen, oder? Den Charakterbogen. Ist dann wieder unser Problem, oder? Ne, wir haben ihn nicht. Die Tür war. Boah, das sieht so aus, als könnten wir hier drüber laufen, aber ist nicht so. Ja, wir können da lang laufen, aber hier ist keine Tür. Ach, hier. Geht der. Aha. Und jetzt? Ah, da ist der Bildschirm wieder zur Seite gescrollt. Ich dachte vorhin, weil da kein Ausgang ist, brauchen wir da nicht hingehen, ich Depp. Damit können wir doch bestimmt jetzt hier. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Ja. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob. Dahinter was ist? Das frage ich mich nämlich. Ah, guck mal an, was offen ist. Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ich finde dich, Edna. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Aha.
Ein Porträt von, mir fällt der Name nicht ein. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Ist auch aus Ätna, bricht aus. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Da ist Ätnas Zelle. Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Ätna festgehalten wurde. Naja, an die Stelle erinnere ich mich auch. Sorry, dass ihr Ätna bricht aus jetzt möglicherweise nicht kennt. Vielleicht kennt ihr es ja, aber ich habe es nicht let's played, weil ich es halt schon kannte und blind macht mir ein Let's Play mehr Spaß. Die Tür war fest verschlossen. Lilly war sich ganz... Ja. Da können wir zum Abstellraum. Da ist nur ein ganz anderes Licht hier gerade, als wie früher bei Ätna bricht aus. Naja. Do not disturb. Ja, erstmal reden wir mit Poki. Der disturbt nämlich nie. Es macht Spaß, dir zuzuhören, Poki. Ach, ein Song. Ich hoffe, der Entwickler-Kommentar hat euch gefallen. Ich sprach von Stoff und Holztexturen und fehlenden Linealen. Die Anekdoten von René, Ätna Reminiszenzen. Andeutungen auf Ätna 3, sadistische Tendenzen. Spoiler mit Ankündigung, der dunkle Gassenpunk. Und in fast jedem zweiten Screen ein Alex-Lobgesang. Es ging um Kindheitserinnerung und um Wiedersehenstränen. Im nächsten Ätna geht's ans Meer und zigtausendmal Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt artig alles angeklickt. Schon wieder. Wofür? Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal erst in den Abstellraum.